Genug geredet. Beende es, damit ich meinen Vater wiedersehe. Du verdienst keinen Tod durch die Hand des Imperators. Diese Ehre wird meiner ersten Ministerin zuteil. Ist vorbei. Tja, danke dafür. Ich werde nie wieder was essen können. Mit eurer Erlaubnis kehren wir zurück. Bringen das Amulett an seinen Platz. Was zur Hölle tut ihr? Ich traue dem Erdenreich nicht, das Amulett zu beschützen. Es verbleibt bei mir. Die Verträge von Reiko verlangen, dass ihr... Die Verträge interessieren mich nicht mehr. Aber ihr könntet nützlich sein, wenn Raiden es holen will. Sieh sie, hier hat sie getäuscht. Das Amulett ist im Besitz Kotelkans. Kannst du es zurückholen? Niemandem sonst traut er den Transport zu. Dich all die Jahre in der Nähe des Throns der Außenwelt zu halten, war die richtige Entscheidung, Deborah. Sie hätten eine der ihren nie für eine Dienerin unseres Herrn gehalten. Diese hier lebt, um Shinnok zu dienen. Du hast dich bewährt. Jetzt bring es zu mir. Unverzüglich, Quan Chi. Meister, was gibt es aus der Außenwelt? Shinnok wird bald frei sein. Wir reiten zu meiner Festung. Gibt es ein Problem? Zwei Probleme. Deine Frau sagte, dass ich dich hier finde. Hattet ihr einen netten Plausch? Klar doch. Ist das ein National? So einen habe ich seit... Du bist nicht hier, um über Traktoren zu sprechen. Alles klar. Schluss mit den Höflichkeiten. Ich brauche deine Hilfe. Meine Hilfe? Ich weiß. Ich habe keinerlei Recht... Du weißt, was ich wollte. Jackie kam freiwillig. Sie kam zu mir. Ich weiß. Hör zu. Ich weiß, warum du nie wolltest, dass sie den SE beitritt. Warum du dich zur Ruhe gesetzt hast. Ich meine, wenn ich damit leben müsste, einer von Quan Chis Schlägern gewesen zu sein, ich hätte mir schon vor langer Zeit die Kugel gegeben. Du kennst doch Vera. Sie würde das niemals erlauben. Für was brauchst du meine Hilfe? Die Außenweltflüchtlinge? Schlimmer. Shinnoks Amulett. Melina hat es. Verdammt. Und wir haben von Serena gehört, dass Quan Chi im Unterreich aufgetaucht ist. Nach 25 Jahren zeigt er sein Gesicht. Gerade dann, wenn Shinnoks Amulett auftaucht. Das ist kein Zufall. Deshalb brauche ich dich. Deine Quan Chi-Expertise.
Es wäre kein aktiver Dienst mehr. Du wärst reiner Beobachter. Cage. Jax. Was gibt's? Wollt nur sehen, habe ich nicht. Mich überzeugen könntest? Ja, das lief ja schon beim letzten Mal prächtig. Den Versuch war's wohl wert. Wir brauchen dich, Jax. Hilf mir, Quan Chi zu fangen. Niemand von uns ist sicher, wenn er das Amulett kriegt. Welche Rolle spielt Jackie dabei? Außenwelt. Bei Cassies Team, das das Amulett zurückholt. Sie schafft das. Wir warten eigentlich nur noch auf das Auftrag abgeschlossen. Was denkt ihr, Leute? Werden sie uns töten? Dann hätten sie es schon getan. Außer Kotal Kahn plant, uns als Gäste ins Kolosseum einzuladen. Wenn die uns nicht töten, dann meine Mutter. Mich zumindest. Schwer, die Generalstochter zu sein? Ach, du hast keine Ahnung. Ich schon. Mein Ur, was auch immer, Vater, hat Shang Tsung besiegt. Das Erdenreich gerettet. Was meinst du, wie oft das auf Familientreffen erwähnt wird? Das ist 600 Jahre her. Und doch könnte es gestern gewesen sein. Gar kein Druck. Ich habe mein ganzes Leben trainiert. Kann mich aus fast allem rauskämpfen. Fühl mich aber wie ein Cage zweiter Klasse. Zumindest hat überhaupt jemand was von dir erwartet. Ich dachte, du und dein Dad steht euch nah. Jetzt. Ich hatte ihn ewig gar nicht gesehen. Das kenne ich. Wie war das so? Ein Ex-Wiedergänger als Vater. Jen. Nein, ich frag nur. War bestimmt nicht leicht. Er war ein wenig überfürsorglich. Als ich den SE beitrat, wollte Mr. Cage der sein, der es meinem Dad sagt. Er dachte, das wird's einfacher machen. Den Tag werde ich nie vergessen. Mein Dad kam mit gebrochenem Kiefer heim. Okay, ich mach das. Was machst du genau? Vertraut mir. Weg von den Gittern. Wie hast du das gemacht? Hab seine Sinne überladen. Klappt nur auf kurze Entfernung. Der Sohn eines Telepathen zu sein, hat Vorteile. Hab ich früher anders gesehen. Gib auf! Gut gemacht. Du bist jetzt Chu Jin.
Welch Ehre, Meister Asashi. Jetzt, wo ich Chujin bin, wie soll ich dem Clan dienen? Deine Zukunft liegt nicht bei den Shirai Ryu. Aber der Clan ist meine Familie. Als ich dich aufnahm, versprach ich deinem Vater... Ich habe keinen Vater. Doch, das hast du. Einen, der stolz auf dich ist. Ein Chojin in Rekordzeit. Ihr wusstet, dass er kommt? Und habt nichts gesagt? Ich wusste, dass du so reagieren würdest, ja. Takeda, dein Vater ist nicht dein Feind. 10 Jahre. Keine Besuche, nichts. Du hast mich verlassen. Ich habe dich nicht verlassen. Ich war 8. Meine Mutter war gerade gestorben. Jetzt kommst du zurück? Glaubst du, kannst die Rolle füllen als stolzer Vater? Sohn, ich... Zur Hölle mit dir! Ich bin nicht dein Sohn! Steh auf. Ich will dich nochmal niederschlagen. Takeda, halt! Kenshi hat dich nicht... Er hat dich hergebracht, um dich zu schützen. Vor jenen, die deine Mutter ermordeten. Sie... Sie starb bei einem Unfall. Diese Version sollte Meister Hasashi dir erzählen. Aber in Wahrheit... wurde deine Mutter von Attentätern der Roten Drachen getötet. Ich war das Ziel. Su Chin war das Opfer. Du Mistkerl! Es war deine Schuld! Dein Vater hat sein Leben dem Kampf gegen Monster wie die Roten Drachen gewidmet. Sie sind es, die keine Ehre haben. Du hättest die Wahrheit nicht verbergen sollen. Du hättest die Mörder deiner Mutter unvorbereitet aufgesucht. Ich konnte das nicht riskieren. Meister Hasashi hat dein Können im Kampf perfektioniert. Es ist Zeit, dein Training abzuschließen. Wie hast du das gemacht? Wir sind Telepathen. Eine Familiengabe. Ich kann Gedanken lesen? Wir werden den vollen Umfang deiner Fähigkeit herausfinden. Und dann werden wir die roten Drachen jagen. Gemeinsam. Das ist Devoras Werk. Sehe ich auch so. Nur sie kann solche Wunden verursachen. Diese Devora steckt voller Überraschung. Es bleibt die Frage, ob sie mit jemandem zusammenarbeitet. Was ist? Mist, er hat uns entdeckt. Okay, Leute, Diamantformation. Takeda, du bist vorn. Jackie, du kommst nach. Kung Jin, Luftsicherung. Geht klar. Die Erdenreichler. Der Vora hat sie befreit.
Tategasu! Kopfschmerzen? Kannst du mich nicht sehen? Wow, das Zusehen tat schon weh. Einer weniger, noch zwei. Wenn wir zurückkommen, bringst du mir das bei. Abgemacht. Geh und hilf mit Ermac. Ich mach das. Du glaubst, du schaffst mich allein?
Du bist entweder mutig oder ein Narr. Versuchen. Zu wenig, zu spät. Deine neuen Löcher? Mutig oder ein Narr? Ich lebe noch. Was ich hier lernen kann. So viele Seelen. Alle gefangen. Wer ist es dir, um zu dienen, gebunden durch die Magie Shao Kahns? Das Chaos. Die Stimmen. Wir sind viele. Du nur einer. Deine Fähigkeiten verlassen gegen unsere. Ich glaube, ich habe genug von der Außenwelt. Kein Wunder, dass Dad in Rente ist. Wir müssen Devora finden und das Amulett. Dann los, die sind nicht ewig K.O.
Devora? Und die Erdenreichler? Sie hat das Amulett gestohlen, verhalf ihnen zur Flucht. Ein Verrat für den Donnergott. Verletzend, Devora. Bereitet die Legionen vor. Wir ziehen ins Erdenreich. Wir holen das Amulett zurück von diesem Teufel Raiden. Wir sind in einem Stück. Niemand scheint uns zu verfolgen. Konntest du herausfinden, wohin Devora wollte? Wir glauben, dass sie zur Blutsee will. Verdammt. Dad? Sie kommt hierher, zu Quan Chi. Es gibt ein geheimes Portal bei der Blutsee. Quan Chi ließ es errichten, als wir die Invasion der Außenwelt vorbereiteten. Klasse. Dad, was machst du? Warum bist du im Unterreich? Wer ist jetzt überfürsorglich? Ich weiß, du glaubst, du hättest etwas gut zu machen, aber... Ich tue das für Sonja. Sie gehört zur Familie. Deshalb sorge ich nicht. Keine Angst. Pass auf dich auf, ja? Und du auf dich. Hab dich lieb. Briggs Ende. Briggs Ende. Fühlst du dich besser oder schlechter? Nicht sicher. Vielleicht beides. Die kommen zurecht. Die Frage ist, tue ich das? Gute Position für ein Kreuzfeuer. Aber warum reist Quan Chi auf konventionelle Weise? Er scheint nicht seine volle Magie einsetzen zu können. Er ist schwächer als damals, als ich ihm diente. Serena hat recht. Er hat nicht mehr Shinnok als Energiequelle. Aber er ist immer noch Quan Chi. Du bist zwar hier, um anzuleiten und zu beobachten, aber es steht dir frei, jede Rolle deiner Wahl einzunehmen. Ich bin nicht in Form. Ich will die Mission nicht gefährden. Er nähert sich.